Es ist Freitag und das heißt, wir angeln an der Belaya. Wettangeln an der Belaya. Was brauchen wir dafür? Das Belaya Setup. Also Attacke Vollgas. Packen wir unser Setup, packen wir uns ein paar Spinner und suchen uns ein paar gute Spots. So, raus mit dem Setup. Alles, was wir brauchen, haben wir hier in diesem Setup. Super Wurfgewicht, ausreichend Tragfähigkeit. Das ist jetzt schon das aufgewertete Belaya Setup. Also das Belaya Setup Plus. Und damit geht es jetzt, ja, hier an die Belaya. Ich bin noch nicht so ganz sicher, wo wir anfangen. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal im Norden oben an. Denn es geht langsam in Richtung Abend. Und wenn es dunkel wird, wird es ein bisschen schwieriger. Was aber immer noch gut funktioniert, auch am Abend und in der Nacht. Es gehen immer noch die Forellen rein. So, und deswegen testen wir das einfach mal direkt hier. Einer der Spots, der ja immer wieder funktioniert, ist quasi geradeaus hier. Das heißt, wir werfen quasi hier zu diesem Stein und müssen normalerweise gar nicht so ganz weit auswerfen. Ich werfe mal jetzt nur so 50% aus. Mal so ein bisschen hier Schwung reinbringen in das Ganze. Und mal die ersten vielleicht direkt nochmal werfen mit ein bisschen mehr Tempo. Also selbst so halb aufgeladen nur. Das hat zuletzt immer ganz gut funktioniert. Vielleicht, wenn wir jetzt so schnell sind bei dieser kurzen Strecke, mal kurz eine Pause machen und dann wieder einziehen und dann kurbeln. Ich weiß natürlich momentan nicht, ich bin jetzt gerade ganz frisch hier hin, ich weiß natürlich gerade nicht, welche Köder funktionieren. Bedeutet, ich teste jetzt auch komplett blind gerade hier live einfach, was hier geht und was nicht geht. Und das sind in der Regel so ein paar klassische Köder. In der Regel sowas Silbriges, was Goldenes und so weiter und so weiter. Ich werfe nochmal ein bisschen weiter aus. Ziehe hier nochmal ein bisschen durch. Ziehe auch nochmal ein bisschen langsamer durch. Gehen wir mal so auf Mitte 30 oder hier so, ja, so 27. Testen wir das nochmal. Und dann gucken wir mal, ob hier, zack, guck mal, da ist auch schon der erste dran. So soll das doch. Aber einen Döbel und keine, zack, und keine wunderschöne Bafo. Gucken wir mal, ob die Bafo hier auch reingeht oder ob die hier vielleicht eher Bock hat auf goldene Köder. Das müssen wir testen und dann in der Nacht müssen wir wieder andere Köder testen. Gucken wir uns mal eben einen der wichtigsten Köder an, und zwar hier den Dragonfly Bell. Super günstig, super essentiell, einfach fürs Starten. Man hat auch von vornherein hier diesen leichten in Silber schon in der Tasche. Man kriegt das von vornherein vom Game quasi schon vorgegeben, dass das ein guter Köder ist. Und ich nehme jetzt hier gerade nochmal den in Gold, weil das ganz gerne, also das Goldene ganz gerne mal funktioniert mit den Bachforellen. Und deswegen testen wir jetzt hier mal ein bisschen den goldenen Köder. Und wenn ich jetzt so ein, zwei Köder habe, dann klappere ich jetzt gleich hier auch die verschiedenen Spots ab, dass wir hier einfach mal so 3, 4, 5 verschiedene Stellen haben, wo wir auswerfen können, wohin wir auswerfen können. Und dann zeige ich dir einfach hier an diesen Stellen, wohin ich immer werfe. Ja, und dann natürlich beim nächsten Freitags-Belaya-Wettangeln hast du vielleicht bessere Chancen, da auch mal ein bisschen was abzuziehen. Ein bisschen die dicken Brocken rauszuziehen. Ganz wichtig, wie gesagt, immer, dass man von vornherein versucht, die Bachforelle zu kriegen. Gerne so mit 2 Kilo plus. Wenn man das Ding in der Tasche hat, hat man super Chancen, das gesamte Turnier zu gewinnen. Denn die Bachforelle, gerade wie gesagt, wenn man so mit über 2 Kilo plus unterwegs ist, die lohnt sich richtig und die macht schon mal einen riesen Unterschied aus beim Wettangeln und im Turnier. Zack, also der Goldene hier, da schießt schön einer nach dem anderen rein. Gar nicht so schlecht gerade, aber die Größe ist noch nicht so richtig gut. Und die Barsche wollen wir auf jeden Fall nicht. Ich gucke gerade mal eben rein, was ich hier für einen Haken habe. Sogar einen recht großen. So ganz groß muss man hier gar nicht ran. Aber ich sag mal, zu diesem Köder passt es immer noch. Das Gesamtbild ist immer noch recht stimmig. Also der ist nicht so komplett übertrieben. Ich sag mal, ein Vierer würde aber auch eigentlich reichen. So, und es wird langsam dunkel.
Das heißt, wir testen jetzt hier noch ein bisschen weiter. Und ich würde sagen, in den Morgenstunden klappern wir dann Stück für Stück die Spots ab. Ich lasse das jetzt hier nochmal ein bisschen durchlaufen und teste auch nochmal ein, zwei Köder. Und dann in den Morgenstunden gucken wir uns die Spots an. Bam! Na guck, selbst in der Nacht hier gehen die großen Brocken rein. Aber hier habe ich jetzt quasi schon den zweiten Spot angeworfen. Kommen wir aber gleich zu. Aber so soll das sein, auch in der Nacht hier auf dem schwarzen Dragonfly Bell. Na guck, geh doch auch. Und wir kurbeln so langsam ein bisschen ran hier. Bremse können wir noch ein bisschen hochdrehen. So, komm ran hier. Ja, so macht das doch Bock. Also hier vorne jetzt gerade raus, geradeaus hier zu diesem Stein. Das war jetzt gerade bisher in Gänze nicht so ganz erfolgreich. Zumindest mit den Ködern, die ich jetzt gerade getestet habe. Aber grundsätzlich wäre das halt hier schon mal eine erste Stelle. Und eigentlich so die mit eine der ersten Stellen, die ich auch immer teste. Na, nochmal ein großer Döbel. 2 Kilo Döbel. Auch schon mal gut. Also alle Fische fürs Wettangeln an der Belaya Minimum mal im Bereich von 2 Kilo. Und du hast eine sehr, sehr, sehr gute Chance, den ersten Platz zu machen beim Wettangeln an der Belaya jeden Freitag. Streamstart ist immer um 19 Uhr. Und dann je nach Wetter, wir gucken natürlich immer, dass das Wetter passend ist fürs Wettangeln, startet das Wettangeln an der Belaya. Na guck, wir haben es jetzt fast 4 Uhr morgens. Das heißt, es geht so langsam wieder in Richtung Tag. Und zack, ballert hier auch schon direkt die erste schöne Esche rein. Sehr angenehm. Auf einem der wichtigsten Köder seit einigen Monaten immer wieder ganz gut dabei, ganz weit vorne dabei. Die Vibra-Serie. Auch das eine Köder-Serie, die sich absolut mal lohnt und vielleicht auch nicht ganz so teuer ist. Zack, und die nächste Esche, 1,4 Kilo sogar, direkt hier vorne. Wenig ausgeworfen. Die sich absolut mal lohnt und nicht so teuer ist, wie gesagt, wie diese Spiker-Serie. Also da könnte man auch mal reingehen. Ich zeige die Serie gerade nochmal eben. Das ist er hier, Kalmar VIP. Und dann kommt sie hier, Vibra. Es reicht natürlich immer hier, ne? Die erste, die leichte Serie. Wir wollen die kleinen Köder mit 4 Gramm. Also, das sind jetzt hier, was haben wir hier? 6 Stück haben wir hier. Genau, 6 verschiedene. Dann gibt es 6 Stück mit 8 Gramm. Das ist aber eher was für ein Koori. Da kommen wir irgendwann später mal zu. Aber hier die kleinen mit 4 Gramm, die wollen wir haben. So, und jetzt gehen wir mal die Spots einfach durch. Also, erster Spot, gerade ja jetzt schon mehrfach gesehen, hier vorne. Nächster Spot, direkt hier nebenan. Da sind wir jetzt also beim zweiten Spot. Und da wirft man da vorne zu diesem Felsen. Auch wieder so als Ziel, da war jetzt auch gerade schon der dicke Brocken drauf. Man wirft einfach locker aus. Ihr seht, mit diesem Setup hier kommt man mega weit rausgeschossen. Natürlich hängt das auch damit zusammen, dass ich ja Skillpunkte drin habe in der Route, also im Spinfischen, in der Spinning-Route und in der Rolle, in der Stationärrolle. Dementsprechend können wir ein bisschen weiter auswerfen. Also das ist wichtig, um hier an der Belaya richtig gut weit rauszukommen. Aber Vorteil von den gerade schon gezeigten Dragonfly Bell, die liegen bei 6 Gramm. Und dadurch, dass ja hier die Route nur 3 Gramm Wurfgewicht hat Minimum, kriegen wir halt die 6 Gramm richtig weit rausgeschossen. Also, das hier, wie gesagt, die zweite Stelle. Zack, da vorne hin zu dem Stein. Und dann auch hier locker durchleiern. Tempo vom Durchleiern müsst ihr immer ein bisschen testen. Ich mache das in der Regel so, dass unten jetzt die Actionbar immer so ein bisschen flackert. Das heißt, ich stelle die Geschwindigkeit so ein, dass man dieses Flackern dahin kriegt. Das ist allerdings nicht essentiell. Testet, das ist einfach euer Dingen. Ihr müsst aktiv angeln, das ist Spinning. Also das heißt testen. Also jetzt haben wir da einmal gerade so schräg quer rüber geschossen. Nächste Stelle hier, jetzt haben wir auch schon den dritten Spot. Nächste Stelle hier, einfach geradeaus. Auch das kann mal einen großen Unterschied machen, ob man jetzt so schräg rüberzieht oder eben hier durchzieht. Denn wir ziehen ja den Spinner, zack, bis. Wir ziehen den Spinner ja durch verschiedene Spots. Also die gesamte Wasserfläche
ist übersät mit möglichen Spots, mögliche Bereiche, wo Fische spawnen können, wenn das Wetter passt, wenn die Wetterverhältnisse gut sind, wenn unser Setup und unser Skill passt und natürlich der Köder schmeckt, dann können da irgendwelche Fische spawnen. Den schmeißen wir wieder rein, der ist ja viel zu klein. Nächste Stelle. Dann sind wir jetzt schon. Theoretisch könnte man hier auch auf die andere Seite werfen. Mache ich auch manchmal. Nehmen wir den auch noch mit. Also haben wir jetzt hier schon den dritten Spot. Linke Seite vom Stein, rechte Seite vom Stein. Wobei ich den dann auch nochmal, zack, schon wieder Biss, aber auch eher ein bisschen kleiner. Diese andere Seite werfe ich dann auch genau wie auf der Seite schräg. Werfe ich das hier gleich auch nochmal schräg an. Dann haben wir jetzt hier quasi die dritte Stelle. Nee, 1, 2, doch. 3, die vierte Stelle. Alter, siehst du, Kopf schon kaputt. Also, vierte Stelle, direkt weiter zur fünften Stelle. Man könnte so Schildchen hier hinstellen, ne? So, fünfte Stelle, immer wieder richtig top. Da würde ich sogar fast zwei Stellen draus machen, denn man könnte entweder einfach geradeaus werfen, was halt auch immer wieder mal funktioniert. Das hat letztens zum Beispiel super funktioniert fürs Angeln auf Eschen. Die sind hier regelmäßig reingekracht. Hier ist es ein bisschen tricky. Hier bin ich ungern lange und viel in diesem grünen Bereich unterwegs. Denn gerade an den Stellen, wo viel Grünzeug ist, spawnt auch gerne mal einen Hecht. Und den wollen wir ja absolut vermeiden. Andere Möglichkeit dann, wie gesagt, hier so schräg rüber. Also dann in diese Richtung einfach raus. Und wir ziehen quasi, da hinten ist ja so eine dunkle Stelle. Hoppala, gefettfingert. So, und da ist sogar schon Biss. Also da hinten zu dieser dunklen Stelle, da sind auch so Felsen, die da rausgucken, dass man da so hinwirft. Oder wie gesagt, gerade. Das heißt, wir haben hier am Spot Nummer 5 quasi schon zwei Möglichkeiten, vielleicht sogar drei, dass man nochmal mit der Strömung auch runterzieht. Also auch das durchaus möglich. Und da haben wir hier schon die nächste schöne Esche. Da kommt der Kamm aus dem Wasser. Zack, nächstes Gerät. Also, diese Stelle sind wir bei Nummer 5. Dann ist direkt hier nebenan an diesem Stein. Ob jetzt hier links oder rechts davon ist das nächste Ding. Das kann man dann natürlich auch hier wieder abfächern in alle Bereiche. Also, da haben wir hier schon den 6. und direkt daneben den 7. Spot. Wobei ich hier in der Regel eher so in diese Richtung hochwerfe. Und das sonst hier von diesem Stein aus. Ja, wenn man hier alles abfächert. Aber da sind wir hier schon 6 beim 7. und dann geht es hier rum. Das hier lasse ich irgendwie alles immer aus. Weiß ich nicht. Ja, kann man bestimmt auch mal testen. Aber hier stehe ich in der Regel eigentlich nie. Und dann geht es hier weiter. Oft sind hier auch mal so die Döbel, dass man da dann wieder zu dem Stein wirft. Und dann wirft man hier an dem Stein wieder vorbei. Schön einfach dran vorbeiziehen. Und da kommt er auch schon rein. Jawohl. Da geht er rein, so muss das. Jo, und dann haben wir jetzt hier, sind wir ja schon im Süden sozusagen, im Süden der Map. Und da ziehen wir dann einfach weiter durch. Guck mal hier, alles an den verschiedenen Stellen, alles mit dem gleichen Köder. Klappt also hier an verschiedensten Stellen immer mal wieder. Was hatten wir jetzt hier? Die 8, ne? Also die 8, ganz wichtig hier zwischen. Linke Seite, rechte Seite, hier können wir alles anwerfen. Meist werfe ich hier die linke Seite an und die andere Seite dann, da gehe ich dann nochmal eine Ecke weiter. Denn durch die Strömung, wenn man jetzt so knapp auf die rechte Seite wirft von dem Stein und die Strömung zieht halt so rüber, dann landen wir gerne mal hinter dem Stein und dann verheddert das manchmal am Stein. Manchmal hängt der Köder richtig unterm Stein fest. Ganz mies, deswegen hier so in die Richtung werfen eher schlecht. Lieber in die Richtung werfen, deutlich besser. Auch nochmal wichtig, hier unten das Grünzeug aufpassen. Also nicht so nah hier vorne durchziehen, sondern ab hier ziehe ich meist schon die Rute hoch und raus, damit wir da nicht durch das Grünzeug hier unten durchziehen und das Ganze vertüddelt. Wollen wir nicht, ärgerlich, hängt dann irgendwann fest, also machen wir nicht. So, jetzt hier wieder rauswerfen. Das, Alter, der fliegt aber auch, ne? Der fliegt aber auch. Dann jetzt hier einfach durchwerfen. Da sind wir jetzt hier schon beim 9. Spot, wenn mich nicht alles täuscht.
Siehst du, und dann lübt das hier. Ich ziehe es einfach mal ein bisschen schneller durch. Nur, dass man das einmal kurz gesehen hat. Zack, einmal rechts daneben vorbei. Und dann hier eigentlich weniger. Und dann geht das hier hin. Hier kann man auch nochmal entweder so ganz spitz in Richtung von dem Stein werfen. Klappt auch manchmal ganz gut, dass man so hinter dem her wirft. Hier geht aber auch ganz gut geradeaus. Und da vorne hin zu dieser Birke, so als Anhaltspunkt. Und das Ganze klappt dann hier auch nochmal ganz gut, dass man das hier nochmal abfächert. Hier gehen manchmal auch ganz gut die Bachforellen. Also gerade so an den Enden, ob das Ganze im Süden ist oder ganz im Norden, das sollte für den Start von so einem Turnier eigentlich der erste Anlaufpunkt sein. Direkt entweder im Süden, ganz in den Norden oder manchmal auch genau in der Mitte, wo dieser kleine Stein war, direkt am Lagerfeuer quasi. Genau da, was war das? Platznummer, ich blende es ein, dass man dann da genau auch nochmal testet auf die Forelle. Die geht da auch manchmal ganz gut geradeaus geworfen, schön Richtung Felswand. Aber das hier sind dann so die letzten Stellen. Weiter raus gehe ich hier in der Regel nicht. Wichtig natürlich immer noch, wenn ihr hier einkurbelt, aktiv sein. Nicht einfach ein Tempo einstellen und denken, jawohl, läuft oder läuft eben nicht und sich dann wundern, dass da nichts läuft, sondern Action machen. Aktiv rangehen, das heißt mal eine Pause machen, dann wieder schnell kurbeln, dann mal langsam kurbeln. Jetzt wird es auf einmal wärmer vielleicht, dann gehen wir vom Tempo runter oder wir verändern einfach ein bisschen die Geschwindigkeiten. Oder wenn man schon relativ langsam unterwegs ist, also auswerfen und man kurbelt schön entspannt langsam ein. Dann zwischendurch mal Shift drücken. Zack, dann kommt hier schnelles Einkurbeln. Zack, loslassen mit Shift, dann hört es auch wieder auf. Dann wieder 5-6 Mal kurbeln. Dann wieder auf schnelles Einkurbeln. Da kam kurz die Meldung und so weiter. Also diese Variation machen und wie gesagt auch zwischendurch mal ruhig einen Stop machen. Kurz absinken lassen. Ganz kurz kann das sein. Das heißt, man kurbelt so ein bisschen, macht einfach so kurzen. Und dann geht es direkt weiter, dass man da so ein bisschen Spielerei mit reinbringt. Immer schön gucken, Route schön flach halten, nach unten, zack. Und dann lübt das Ganze hier. So, alle Spots durch. Gibt es noch Fragen? Bestimmt. Aber die meisten Fragen werden gerade aktuell in den YouTube Shorts beantwortet. Von daher einfach mal reingucken in YouTube Shorts. Ich verlinke auch nochmal das Video zu diesem Setup. Hep. Und das aufgewertete Setup wird auch demnächst noch vorgestellt. Von daher Kanal abonnieren, Daumen da lassen, wenn es dir geholfen hat. Kanal abonnieren hilft mir. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder mal im Livestream auf Twitch. Freitags immer Wettangeln an der Belaya. Von daher Attacke Vollgas. Bis dahin ab 19 Uhr auf Twitch. Und ansonsten im nächsten Video. Petri.